So Leute, willkommen auf meinem Kanal und heute werden wir zusammen Kartoffelpüree mit rote Beete machen. Dazu brauchen wir 500 Gramm mehlig kochende Kartoffel, 50 Gramm Butter, bisschen rote Beetesaft, Salz, Pfeffer und Muskatnuss. So, anfangen werde ich auf jeden Fall mit den Kartoffeln. Ich habe hier schon heißes Wasser vorbereitet. Die Kartoffeln werde ich jetzt erstmal schälen. So, ich habe die Kartoffeln jetzt geschält. Die werden wir jetzt vierteln, damit die einfach schneller gar werden. Die kleinen reicht auch, wenn wir sie halbieren. So, hier habe ich noch Salz hinzugefügt und das werden wir jetzt 20 Minuten lang kochen. Bis gleich. So, die Kartoffeln sind jetzt fertig. Ich habe jetzt 20 Minuten lang gekocht. Die werde ich jetzt abgießen. So. Einfach hier umfüllen. Und jetzt lasse ich sie circa 5 Minuten mal abdampfen, damit die ganze Flüssigkeit verdampft. Bis gleich. So, ich habe die Kartoffeln jetzt ein paar Minuten lang abdampfen lassen. So, da füge ich jetzt mal die Butter hinzu. Gebe noch etwas Salz hinzu. Bisschen weißen Pfeffer. Und Muskat. Das passt hervorragend zu Kartoffeln. Man sollte allerdings nicht ganz so viel reinmachen. Das verrühre ich jetzt einmal. So, jetzt nehme ich den Stampfer. Dampf das Ganze mal, ja, grob durch. So. Jetzt nehme ich rote Beetesaft. Fangen wir mal mit der Menge an. Wir müssen uns an die perfekte Konsistenz jetzt rantasten. Manche mögen das ein bisschen kompakter, manche etwas ja, cremiger, flüssiger. Das ist einfach Geschmackssache. Also ich mag es zum Beispiel, wenn da noch kleine Kartoffelstückchen noch drin sind und nicht alles so komplett weich. Ja, so sieht's aus. Ich finde die Konsistenz so perfekt. So, das fülle ich jetzt um und dann geht's zum Anrichten. So, fertig. So sieht's aus. Also ich finde optisch und auch geschmacklich wirklich hervorragend. Ihr könnt es gerne nachmachen. Ja. Das sieht halt nicht immer so 0815 Kartoffelpüree aus, sondern hat wirklich eine schöne Farbe. Und für die Leute, die rote Beete mögen, ist natürlich eine Top-Sache. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten habe ich hier noch rechts und links ja, ein paar Videos von mir, also zwei weitere. Ihr könnt ja natürlich eine aussuchen. Und ja, ich wäre froh darüber. Also dann, ciao.